meine Lieben. Wir haben wieder das Wochenende der Tarotkarten. Und ich ziehe heute wieder eine Tarotkarte für jedes Sternzeichen, und zwar vom Widder bis zum Krebs. Aus der großen Arkana für die Woche von Montag, den 7.8. bis Sonntag, den 13.8.2017. Ich beginne mit der ersten Tarotkarte für den Widder, die ich gezogen habe. Das ist die Karte für den Widder, der Eremit. Der Eremit, er kennzeichnet deine introvertierte Lebensphase und steht für bedeutsame Erfahrungen, in denen du erkennst, wer du bist, was du willst und wohin dich dein Weg führt. Das kommt jetzt erstmal dahin. Nur dort, wo deine Qualitäten nicht richtig erkannt werden, kommt es zu Ängsten. Zu Ängsten, zu Einsamkeit und Verlassenheit. Der Eremit gibt dir Klarheit und die Kraft für deine privaten und beruflichen Entscheidungen. Auf der Ebene des Bewusstseins bedeutet die Karte des Eremiten, dass du dich zurückziehen sollst, um unbewusst der Meinungen anderer dir selbst näher zu kommen. Jetzt zum Stier. Der Stier, da habe ich die Karte der Turm gezogen. Der Turm. Und dieser zeigt dir, dass du dich im Bereich der Sicherheit eingemauert hast. Doch plötzlich gerät alles ins Wanken. Denn du hast dein bisheriges Konstrukt verlassen, das dir Sicherheit gegeben hat. Finde eine neue Basis und befreie dich vom ewigen Ballast im Privaten und im Beruflichen. Da sollst du aufmerksam agieren, damit deine Arbeitswelt oder deine Selbstständigkeit nicht zusammenbricht. Auf der Ebene deines Bewusstseins zeigt dir die Turmkarte, dass die zum Teil erschütternden Ereignisse wie bisherige Vorstellungen und Überzeugungen sogar dein bisheriges Weltbild umwerfen und wanken lassen. Doch dadurch wird dir im Rückblick alles klar, dass das der Durchbruch zu einer neuen und klaren Sicht werden kann. Stell dich und alles wird gut. Zum Zwilling. Deine Tarotkarte ist, das ist schön, die Sonne. Die Sonne. Diese Karte ist der Ausdruck zur Lebensfreude, Zuversicht, Vitalität und Wärme. Sie bringt dir die Kraft, deine Sorgen, deine Irritationen wie auch die Ängste zu überwinden. Auf einer tiefen Ebene wirst du das Dunkel überwinden und dich der Sonnennatur zuwenden. Es kommt Licht in dein Leben. Im Beruflichen entdeckst du neu deine Eigenschaften. Ja, und deine Selbstsicherheit. So stellst du fest, dass man dich braucht. Du spürst neue Kraft und Energie und du bekommst ein sicheres Selbstgefühl. Auf der Ebene deines Bewusstseins wirst du neu spüren, welch neue Bedeutung in dir erwacht und wie du aufblühst. Atme tief durch und genieße die neu gewonnene und wunderbare Energie. Nun zum Krebs. Deine Tarotkarte, das ist das
Gericht. Und sie zeigt die Erlösung und Befreiung dessen, was bislang in dir gefangen oder verschüttet war. Das Wahre, das Göttliche entfernt sich aus der Dunkelheit und steigt empor ins göttliche Licht. Das bedeutet, dass alle Sorgen und Nöte ein Ende haben und gleichzeitig der Hinweis kommt, dass in deinen weiteren Vorhaben ein Schatz liegt. Nimm ihn auf. Im Beruflichen bedeutet das, dass diese Karte dir zeigt, ein Neuanfang und oder einer entscheidenden persönlichen Veränderung. Auf der Ebene deines Bewusstseins zeigt dir die Karte des Gerichts, dass du vor einem bedeutsamen Schritt stehst. Du erwachst aus deiner narkotischen Daseinsblindheit und du erkennst und nimmst die unendliche Freiheit und die Größe wahr. Das waren für heute die ersten 4 Sternzeichen und morgen geht es weiter. Und zwar dann ziehe ich die Sternzeichen vom Löwe bis zum Skorpion, jeweils eine Tarotkarte. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Bis morgen also. Eure Deria.